Selbstbestimmt und würdevoll leben im Alter. Das wünschen sich Seniorinnen, Senioren und ihre Angehörigen. In Tübingen und Umgebung entstehen immer mehr ambulant betreute Wohngemeinschaften für Menschen mit Assistenzbedarf. Ihr Anliegen ist es, eine neue Kultur der Sorge vor Ort zu fördern und konkret anzubieten. Wenn's alleine nicht mehr geht, bieten Wohngemeinschaften wie die Wohngemeinschaft Kiebingen ein Leben in Gemeinschaft. Wohnortnah, familiär und in geteilter Verantwortung. In den barrierefreien Wohnungen werden die Bewohnerinnen und Bewohner von Alltagsbegleitern, Ehrenamtlichen und ihren Familien unterstützt. Gemeinsam gestalten und meistern sie den Alltag. Herz der Gemeinschaft ist die Wohnküche. Hier wird gekocht, gelebt und gelacht. Die aktive Teilnahme regt motorisch und mental an. Dabei lautet die Devise: Selbstständig machen, was noch möglich ist. Unterstützung, wo es nötig und erwünscht ist. Eine gute Portion Humor und Spaß bei der Sache dürfen natürlich nicht fehlen, um sich heimisch zu fühlen. Ich fühle mich hier sehr wohl. Und wenn es nicht so wäre, würde ich es auch sagen, gell? Zum Wohle der Bewohner werden alle Entscheidungen gemeinsam getroffen. Für mich als Angehöriger ist wichtig, dass ich beruhigt sein kann, wenn er hier gut untergebracht ist und zufrieden ist und ich dann auch wieder gehen kann, ohne dass ich mir Sorgen machen muss. Mit einer vertrauten und sicheren Umgebung schaffen Wohngemeinschaften wie die Wohngemeinschaft Alte Weberei Freiräume und wohltuende Strukturen. Im Alltag, bei gemeinsamen Aktionen und Ausflügen, sind die Alltagsbegleiter konstante Bezugspersonen für eine individuelle Ansprache. Das schätzen Bewohner und Mitarbeiter. Wir sind ja eine kleine Gruppe und man wächst zusammen, man kennt sich nach einer Weile und weiß, wie jeder so ist. Und es ist schon familiär und vertraut. Also es ist einfach ein viel intensiverer Kontakt, wenn man immer mit denselben Personen jeden Tag zusammen ist. Und da entsteht schon eine Nähe einfach. Daheim ist immer am schönsten, aber wir versuchen, so nah wie möglich daran zu kommen. Wir singen zweimal die Woche und es macht allen Bewohnern wirklich Spaß. Und ich denke, da kommen auch einfach wieder Bilder und Erinnerungen von früher hoch, die der Gesang weckt, wo man die Menschen emotional erreicht, viel mehr wie über die Sprache. Wie alle Wohngemeinschaften bieten die Wohngemeinschaften an der Ammer ihren Bewohnern ein eigenes Zimmer. Hier kann sich jeder individuell und persönlich einrichten und sich in seine Privatsphäre zurückziehen. Ganz wie zu Hause. Und wer möchte, findet Anschluss und Gesellschaft in den großen Wohn- und Außenbereichen. Angehörige und Ehrenamtliche tragen maßgeblich zum Gelingen des Zusammenlebens bei und sind in den Wohngemeinschaften immer gern gesehene Gäste. Es wird zusammen gefeiert, gegessen, sich ausgetauscht, gesungen und gelacht. Bewohner und ihre Familien genießen die gemeinsame Zeit und die gegenseitige Wertschätzung. Auch im Alter am gesellschaftlichen Leben teilhaben, zentral wohnen, selbstbestimmt und in Würde altern. Das sind die Ziele der Wohngemeinschaften im Landkreis Tübingen. Ich würde mich freuen, wenn andere Ortschaften oder Städte auch so versorgt sind wie wir. Kurz und bündig, lobenswert.